So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Infamous Second Son. Wir machen heute weiter mit der Jagd auf COP hier. Und da vorne kommt... Ah ja, der bleibt häufig stehen, der Junge. So. Das haben wir auch gut. Haben wir wieder komplett auf. Und weiter geht's mit dem Rumsprayen. Das ist übrigens das letzte Gebiet, was wir hier noch erobern müssen. Dann haben wir mit Beltown auf jeden Fall diesen ersten Teil der Stadt, diesen ersten Teil der Insel. Schon mal auf unserer Seite. So, dann müssen wir das auch erledigt haben. COP klein. Da müsste hier oben noch irgendwo eine Kamera hängen. Ich suche sie gerade, wo das sitzt. Ah, das ist eine versteckte Kamera. Okay. Das ist keine... Die muss also... oben auf dem Dach sitzen. Die sucht also quasi die irgendwelche Autos, ein grünes Auto oder ein weißes Auto ab. Ein Dach mit Lüftung. Warte mal, ich muss mal gerade... Das Dach mit Lüftung ist das hier, ne? Wenn ich mich nicht... Ich komme, glaube ich, nicht in den Seilzug. Ne, es ist was anderes, was die Art sucht. Das ist irgendwas anderes. Moment, ich muss mich gerade nur orientieren. Und wo die drauf guckt, das ist es halt an der Sache. Das ist, glaube ich, irgendein Pavillon oder was auch immer das ist. Ich glaube, das ist irgendein Pavillon. Warte mal. Die sitzt da irgendwo, die Kamera. Habe ich so ein Gefühl.
Warte mal, ich stehe auf dem Ding drauf. Also steht die, Moment, weg von dem Pfeil gedreht, also muss die da irgendwo sitzen. In die Richtung irgendwo. Ja, oben auf dem Haus sitzt sie nicht, ne? Also sitzt sie überhaupt von diesem komischen. Jesus, ist der Schirm? Die sitzt ziemlich überhalb des schrägen Schirms. Die sitzt überhalb des schrägen Schirms, die Kamera. Das ist der schräge Schirm, also muss die hier irgendwo oben drauf dran hängen. Warte mal. Wo könnte sie denn sitzen? Sitzt sie immer im Gebäude dran? So, ich sitze ein bisschen falsch. Da sitze. Sorry, ihr Vögel. Die war nicht ohne. Die war gut versteckt. Krass, ja, wir haben noch 38% übrig von diesem, von dieser Stadt. Aber ich hoffe, wir haben die letzte Kamera, ne? Man muss es ein. Ja, ist ja hier irgendwo eine Drohne oder nicht? Habe ich jetzt gerade falsch gesehen? Kann die oben drauf fliegen? Sag mir nicht, dass die irgendwie ober. Guck dir mal einer an, wo die auch versteckt ist. Starten wir noch 16 auf 36%. Gut. Wo haben wir sie denn? Haben wir denn noch Aufgaben? Wir haben noch einen Agenten, wir haben noch ein paar Drohnen. Also wir haben noch vier oder fünf Drohnen, wir haben noch einen Agenten. Moment, die eine Drohne sitzt noch hier oben oder was? Auf dem. Lass mich raten, die sitzt komplett oben auf dem Hotel drauf. Würde mich jetzt ganz schwer wundern, wenn sie nämlich nicht oben auf dem Hotel sitzt. Ich wollte uns gut, wir kommen gut hoch. Zack. Und weiter. Ich vermute, dass er echt tatsächlich komplett oben auf dem Hotel oben drauf liegt. Also nicht auf dem Hotel, auf dieser Firma. Und hier oben ist er. Vier, 35%. Ich dachte, wir hätten nur auf 36% runtergeholt. Ja, 34% rum. So. Die eine, die flattert da hinten fleißig vor sich hin. Wir gehen erstmal wieder runter. Was geht bei ihr denn euch? Geh weg. Scheiße. Scheiße, Aktivisten hier. Weg mit euch. Ah, wir sind im falschen Viertel. War was? So. Gut. Ja. Das interessiert ihn gerade gar nicht, ne?
Drogendeal verhindert. Leider bringt es nichts, die Drogendeal jetzt als alle abzuarbeiten. Nee, ist aber noch eine Spraydose. Ich weiß nicht, ob die dazu passt, ob die zugehört. Aber hier muss immer noch eine Krone liegen. Und die liegt bestimmt oben auf diesem komischen Stab, auf diesem komischen, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Wie heißt das? Ich komme jetzt nicht drauf. Auf dem, na, ihr wisst, was ich meine. Die gehört zu Bat-Town. 33%, liebe Leute, nur noch. So, die Frage ist, ob das Ding jetzt hier komplett zu, ob das auch zu Bat-Town gehört noch hier. Oder ob das schon das nächste Stadtgebiet, letzte Stadtgebiet ist. Flower Power. So. Gern geschehen, Welt. Ja, das war der Teil. Auch cool gemacht, auf jeden Fall. Wir haben den letzten Bossfight, glaube ich. So, wir könnten jetzt theoretisch schon den letzten Bossfight machen. Wir haben allerdings noch eine Audioaufzeichnung und so und einen Agenten. Aber wir machen den Bossfight erst. Und dann haben wir die Stadt nämlich auch erobert, komplett. Ich habe nur ein paar Aktivisten angegriffen. Hau ab mit dir. Ich habe ein paar Aktivisten jetzt gerade mal kurz eben ein bisschen mundtot gemacht, weil die hetzen gerade wirklich schön. Ich bin doch lieb. Lass mich in Ruhe. So. Und der letzte Bossfight. Stelzen Row. Was machen Sie jetzt? Bitte warten. Auf was? Auf Weihnachten? Ach, da sind ein paar Leute da unten. Ach, gehen wir hin. Ach, sie laufen wieder mit dem. Sie laufen sogar mit zwei rum. Wie hart ist das denn, ey? Sie laufen. Der eine schlägt mich nieder und der andere mit seinem scheiß MG noch drauf, oder was? Ja, super. Wie assi ist das denn, Leute? Ihr haut mit zwei Mann. Kommt ihr mit zwei so dicken Heinis, kommt ihr auf mich zu. Ja, ich muss einen davon haben, nur das ist das Problem erstmal, wenn ich einen runterkriege. Okay, sie haben das ein bisschen, ich habe das ein bisschen hart unterschätzt. Sie ist voll in die Haut mit zwei Mann da. Oh, gib mir nicht auf die Nüsse, Alter. Das Problem, wenn ich einen, wenn der eine mich, einer schlägt mich weg und der andere schießt da noch drauf. Also die arbeiten perfekt zusammen gerade, so ein bisschen. Okay.
DUP-Truppen ausschalten. Das wird alles anders einfach werden, Leute. Oh, nerv mich doch nicht! Steht die Olle mir da entgegen? Ja, ich muss warten! Leck mich doch am Arsch, Alter. Einer weniger auf jeden Fall. Na, scheiße, die kriege ich nicht von der Position aus. Da muss ich jetzt mal gucken, dass ich den hier kriege, noch den einen, der da rumrennt. So, es sind da nur, es sind vier Gegner noch insgesamt, also, aber das Problem ist einfach, dass wir zwei von den Dicken dabei haben. Kriege ich einen davon, habe ich schon mal einen kleinen Vorteil. So. Wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen Arbeit. Arbeiten. So. Fehlen uns nur noch die zwei dicken Heinis. Ich kriege sie nicht beide gleichzeitig, das ist das Problem. Das ist der erste von den beiden. Nein. Jawohl. Yes, ich hab sie. Yes, ich hab sie kassiert. Ja. War genau der Richtige. Battleground ist erledigt. Ich glaube, damit haben wir, glaube ich, alles, ne? Damit haben wir den ersten Teil der Stadt erledigt. Fehlen uns eigentlich nur noch dieser Teil hier. Die Brücke, klar, die kriegen wir, müssen wir jetzt drüber, damit wir hier nämlich weitermachen können. Also es fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen an Gebieten, aber wir haben zumindest den ersten Teil zumindest dieser Stadt komplett auf unserer Seite. Die Jungs haben auch was Dickes dabei. Krass.
Ah, da habe ich jetzt erstmal genug. Zwei Stufen waren ziemlich heftig, wenn ich ehrlich bin. Wieder ein Signal orten. Aber wenn ich vorstellen kann, dass das doch da oben irgendwo ist. Mein Gott, das war auch mal gut hier. Droht der Tod. So. Hier ist noch ein Heini hier. Das ist ein Typ mit der blauen Jacke, der da irgendwo an der Wand lehnt. Dahin. Nee, der dich. Warte mal, wo könnten der sein? Wusste ich doch, dass er das ist. Hab ihn. Ja. Brauchen wir nicht. So. Die letzte Drohne liegt wahrscheinlich oben auf dem Dach hier. Die treffe ich nicht mal. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Treffen. Dann machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Infamous Second Son.